Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Altstadt Holdings. Läden und Büros in Downtown Vancouver. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ahorn TV. Also es gibt sie doch noch, Kapitalisten mit einer sozialen Ader. Der Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär. Und darüber sprechen wir jetzt. Also jetzt nicht gerade vom Tellerwäscher, aber von deutschen Kriegsweisen zum Multimillionär und Philanthropisten. Das machten John Volken zu einem der erfolgreichsten deutsch-kanadischen Einwanderer. John hat das United Furniture Warehouse dann 2004 an The Brick sehr erfolgreich verkauft. Er hat immerhin über 100 Millionen Dollar dann in eine Stiftung reingesteckt, die John Volken Stiftung, die Waisenkinder in Afrika unterstützt und Drogensüchtige in Nordamerika. Das nennt man to give back, give back society. Und so ist es bei vielen Einwanderern in Kanada und wahrscheinlich auch in den USA, das ist halt so üblich. Wenn sie einen Erfolg erzielen, wenn sie halt eben vom Tellerwäscher zum Millionär werden, dann sind sie so dankbar dem Land gegenüber, dass sie auch sehr vieles dann dem Land zurückgeben wollen. Und in diesem Fall die John Volken Stiftung. Interessante Sache. Hört es euch einfach mal selber an. Und nur noch mal als Eigeninfo, sobald die Sendung im Fernsehen gelaufen ist, auf Omni in ganz Kanada, wird sie ins Internet reingesetzt. Wir haben einen YouTube-Channel von Abco Film Corp. Gebt doch ruhig eure Meinung ab, euren Kommentar, auch wenn er negativ ist, falls ihr die Sendung langweilig findet oder falls ihr sie super findet. Völlig egal. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr sie super findet. Aber wenn nicht, dann sagt es uns und wir werden versuchen, Dinge zu ändern. Jetzt aber ab zum Interview. Bye-bye. Mein Vater ist gefallen und meine Mutter war krank gewesen vor einer Zeit. Und da war ich für 9 Monate in einem Waisenhaus gewesen in Eisenach. Das war sehr schön gewesen. Ich hatte nur anstatt auf 3 Brüder, ich habe so ungefähr 30 Brüder gehabt. Wir alle im gleichen Alter. Und wir waren direkt unter der Wartburg, da war das Wartburg, das Waisenhaus gewesen. Und ich fand das sehr schön. Wenn ich heute jemandem sage, ich bin im Waisenhaus gewesen für eine Zeit, dann sagt er, ach, du armer Kerl, nicht? Ich sage immer, nee, keine Ahnung, das war eine gute Zeit gewesen. Und als ich 14 war, dann bin ich nach, Eisenach ist ja Ostdeutschland gewesen, nicht? Und dann, als ich 14 war, bin ich in so einer Erholung in Westdeutschland gewesen. Damals konnte man noch verreisen, nicht? Die Mauer haben in Berlin wurde gebaut in 1963. Dann bin ich ja schon in Kanada gewesen. Aber, und die haben ja die Mauer gebaut, weil es zu viele sind vom Osten nach dem Westen gegangen, nicht? Und ich war einer von den vielen gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie überrascht war, dass meine Mutter gesagt hat, ja, bleib mal im Westen. Denn damals die Söhne oder die Kinder vom Akademikern konnten nicht zur Oberschule gehen, weil das stimmt ja auch, denn die waren gewöhnlich gegen den Bolschewismus gewesen, nicht? Die wollten die Blue Collar Söhne von Blue Collar Arbeitern erhöhen und bin ich in Ostdeutschland, in Westdeutschland gewesen und ich bin froh. Ich weiß noch, als ich über die Grenze fuhr, ich weiß nicht, warum ich da emotional werde darüber, aber ich habe die Bäume angesehen. Ich sage, das ist Westdeutschland, das ist Freiheit, nicht? Und
Freiheit ist sehr, sehr hoch mit bei mir, nicht? Und deswegen bin ich auch dann eventuell nach Kanada gegangen, nicht? Denn das ist, ich dachte immer, dass es mehr Freiheit im, you know, in als in Deutschland. Aber als Kind, ich habe nie Hunger gehabt, nicht? Obwohl oft sind wir vor der die Schule um 8 Uhr an. Und wir sind drei Brüder gewesen und wir mussten immer am Markt gehen vor der Schule und Schlange stehen, um was einzukaufen. Manchmal haben wir Rhabarber gekriegt und manchmal haben wir Kartoffeln gekriegt, nicht? Und manchmal haben wir gar nichts gekriegt, nicht? War alles ausverkauft. Aber das war Ostdeutschland gewesen. Und als Kind, das berührt man das einfach nicht so schlimm, nicht? Jedenfalls, dann in Westdeutschland war das ganz anders. You know? Und ich bin froh, dass ich im Westen gewesen bin, dass ich vom Osten rausging. Denn als Kind, ich habe immer, ich weiß nicht, meine Freunde, wenn ich jetzt die besuche, wir sind immer noch Freunde, die Klassenkameraden damals gewesen, und die fragen mich immer, wo hast du das hergekriegt, dass du so den Kommunismus, aber alles, oder Sozialismus so widerwärtig war. Und ich als Kind weiß ich immer, dass Sozialismus oder der Bolschewismus falsch war, nicht? Und weil voller Lügen gewesen und jedenfalls, und das hat man ja dann gesehen, als die Mauer runterkam. Kein Schuss ist gefallen, dies ist alles zusammengebrochen, weil die einfach keine, sehr, sehr wenig Leute, sehr, sehr wenig Menschen wirklich davon überzeugt waren, nicht? Dass das richtig war. Jedenfalls, als ich dann im Westen war für 4 Jahre, dann dachte ich, würde ich auswandern. Und das Erste, das mir zum Sinn kam, war Amerika. Und das war, ich dachte, das wäre leicht gewesen. Jedenfalls habe ich das schnell erfahren, dass das nicht so leicht war. Man musste eine Arbeitsstelle haben, man musste einen Bürger, jemand haben in Amerika, der für dich bürgt. Und ich hatte keine Seele. Ich konnte keinen da, und da der nächste Wahl war dann entweder Australien, oder Kanada. Da waren andere Länder gewesen, aber die beiden, dachte, beide wären gut, aber jedenfalls habe ich Kanada gewählt, und ich bin froh heute, dass ich Kanada gewählt habe. Und dann, ich weiß, ich hatte eine Freundin gehabt, meine erste Freundin, ich dachte, das war so exciting, als ich ihr gesagt habe, ich werde nach Kanada auswandern. Und sie war so enttäuscht, nicht? Und das auch, du kannst hier nach, auch kommen, später kommen und so. Jedenfalls, das war jetzt so leicht gewesen. Ich bin auf dem Konsulat. Das erste Mal habe ich angerufen, das Konsulat, wie schwierig, ob da irgendwelche Schwierigkeiten waren, nach Kanada zu gehen. Und die sagten, nee, das geht, du musst nur was ausfüllen. Und wie alt bist du? Und die sagten auch, wir suchen Leute wie du, nicht? Jung und gesund die haben meine Schifffahrt bezahlt, und ich muss ihnen versprechen, das zurückbezahlen. Ich weiß noch, $94 hat es gekostet. Die Schifffahrt war ganz toll. Es sollte sich 10 Tage dauern, und das hat so ungefähr eine Woche lange gedauert, weil ein großer Sturm war da. Das Schiff war ein altes Truppentransportschiff. Der Seven Seas, ich weiß noch,
Man konnte von einem Badezimmer Dusche in die andere gucken und was wäre ganz anders als die heutigen Cruise Ships. Jedenfalls das erste nach Kanada gesehen habe, das war Halifax. Und da dachte ich, wusste, das wird meine Heimat werden. Nicht? Und you're alone, you're from a different culture. From white to black almost, you know? And we were the gray, the immigrant was the gray. Du kannst nie deine Heimat verlassen im Herz. Die Heimat ist immer da. I'm proud to be a Canadian, German, or a German-Canadian. It was a good choice. In Canada was good, it was eine gute Wahl gewesen. Und Kanada war gut zu mir gewesen, nicht? Und ich habe nichts erwartet. Ich weiß noch, auf dem Schiff, da haben sie mich gefragt, was willst du in Kanada machen? Und ich habe gesagt, oh, ich werde mir eine Chainsaw, weiß ich nicht, das deutsche Wort dafür, und damals wusste ich das deutsche Wort, jedenfalls, ich werde mir eine Chainsaw kaufen und Bäume fällen, nicht? Denn das habe ich, das Einzige, was ich gewusst habe vom Kanada, war es viel Wälder, nicht? Und Holzfäller und so. Und da haben sie gelacht. Ich sagte, das macht sie schon lange nicht mehr. Und jedenfalls, ich hatte keine Vorstellung gehabt, nur man jung gewesen und voll auf manchmal ist es gut, wenn man nicht weiß, was vor einem steht, nicht? Und so, ich hatte mir keine Bange gehabt, was vor mir steht. Und die ersten paar Tage habe ich ich hatte eine Kiste gehabt mit all meinen Sachen. Und die war am Bahnhof gewesen. Ich habe am Bahnhof geschlafen für ein paar Nächte. Und dann ich hatte $100 gehabt. Und das erste, und ich habe mir ein Brot gekauft. Das 15 Cent gewesen. Ich dachte, ach, mein Mann, $100, da kann ich ja für immer noch lange leben. Und ich habe darüber keine Sorgen gehabt. Aber nach zwei Tagen, da dachte ich, ach, nur das trockene Brot ist nicht so gut, da wollte ich mir was zu essen kaufen und bin in das Restaurant gegangen. Das weiß ich noch wie heute. Da stand auf der Wand die Tafel, die verschiedenen Waren, die sie verkaufen. Und ich sagte, habe ich es gesehen, das ist Hamburger. Und keine Ahnung gehabt, was ein Hamburger war. Nee. Nur, ich kannte das, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und dann habe ich gesagt, Hamburger. Und er hat mich so komisch angeguckt und er sagt, wie lange bist du hier in Kanada? Ich habe gesagt, für zwei Tage, ich weiß nicht, drei Tage. Da hat er gesagt, eine Frau war neben mir gesessen. Die hat gesagt, wie lange bist du in Kanada? Und ich habe ihr gesagt, ein paar Tage, und das sagt sie, ja, das merke ich auch. Die war deutsch gewesen. Und die hat mich nach Hause gebracht und die hat gearbeitet bei einer Freundin. Sie hat einen Freund gehabt und die haben mich da rumgefahren in der Gegend. Das war in Stouffville, Ontario, das ist nahe bei Toronto. Und dann auf einem Bauernhof hat der Besitzer hat mir angeboten, sagt, ich kann dir nichts bezahlen, aber es ist jetzt etwas im September, du kannst hier über den Winter bleiben und musst arbeiten, aber du kannst hier bleiben.
ich bin froh gewesen. You know, Geld macht, das hat mir nichts ausgemacht, aber ich habe ein Bett gehabt und schlafen und die haben mir Englisch beigebracht. Ich habe schwer gearbeitet, aber das, wenn man 18 ist, das macht ja nichts, nicht? Wir haben Blumenkohle, die haben Blumenkohle gezüchtet und wir haben das war im Herbst gewesen und dann mussten wir das zusammenbinden, den Blumenkohl, dass die nicht nass werden, den ganzen Tag. Und dann haben wir, und morgens sind wir nach um 4 aufgestanden und haben wir die Blumenkohl nach Toronto gefahren zum Verkaufen. Nicht? Und da habe ich meine ersten 6 Monate verbracht. Der Bauernhofbesitzer hat mir gesagt, dann einfach, ach, ich hab einen Freund, der hat eine Gärtnerei in Markham, dicht bei gewesen. Und der hat gesagt, er würde dich gerne einstellen. Du bist ein Gärtner gewesen und dann bin ich umgezogen nach Markham. Und dann habe ich das erste Geld verdient. Das war 6 Monate, nachdem ich nach Kanada kam, habe ich 95 Cent in der Stunde gekriegt und dachte, ja, ich habe das meiste Geld gespart. Und da habe ich gelernt damals, dass es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst, aber wie viel Geld du sparen kannst. Denn manche Leute, die verdienen ja so viel Geld und haben immer Schulden, nicht? Und andere verdienen nicht so viel und haben keine Schulden. So jedenfalls nach 6 Monaten auf der Gärtnerei bin ich nach North Bay, Ontario gezogen. Nachts habe ich als Tellerwäscher gearbeitet, 25 Cent in der Stunde gekriegt und alles was ich essen wollte. Und damals war ich dann 19 gewesen und ich habe für 2 gegessen. Nicht? Und das, so habe ich it was worthwhile gewesen. Jedenfalls, und during the Tag habe ich auf einer, als in einer Trailer Factory gearbeitet. Und da habe ich gelernt, als Zimmer. Wie sagt man, Carpenter gewesen. Und dann habe ich, sobald ich so ein bisschen Geld hatte, habe ich mir ein Haus gekauft. Ich weiß nicht, als ich, nicht für mich gewesen, aber das umzubauen, da muss ich ja zum Rechtsanwalt gehen, um Necessities. Und er hat gesagt, ach, du dürfst ja keine, um Häuser zu kaufen oder Real Estate, du own Real Estate, musst du 21 sein. Und er hat mir gesagt, ach, weil die wissen ja nicht, wie alt du bist, denn ich bin noch nicht 21 gewesen. Und jedenfalls habe ich ein Haus gekauft, das habe ich renoviert und noch ein anderes Haus gekauft. Ich weiß nicht, als ich von North Bay wegfuhr, da habe ich so ungefähr, habe ich schon vergessen, ungefähr 12 Häuser gehabt und das sind Häuser oder so, gekauft und verkauft und hat viel Spaß gemacht, obwohl ich durch den Tag gearbeitet habe und dann nachts und dann teilweise habe ich dann aufgehört. Aber nachts habe ich dann Häuser renoviert. Und dann, ich weiß noch einmal, bin ich noch aufgewacht, da habe ich gedacht, North Bay ist, hier kann man nicht für mein ganzes Leben hier bleiben. Jedenfalls bin ich nach Montreal gezogen und ein Versandgeschäft aufgemacht. Und dann
Und dann wurde mir das zu langweilig. Dann wollte ich nach Mexiko ziehen. Ich habe eine Freundin gehabt. Nach Mexiko bin ich nach Las Vegas gekommen. Durch Las Vegas habe ich da ein paar Jahre geblieben. Und dann bin ich so ungefähr, ich war 25 gewesen. Also ich muss was aus meinem Leben machen. Und vorher schon in North Bay habe ich auch einen Blumenladen aufgemacht. Das hat nicht lange gedauert, das war nichts. Aber jedenfalls, als ich zurück nach Kanada kam, dachte ich, wollte ich nach Vancouver kommen. Und in Vancouver, da habe ich angefangen zu als Salesperson zu verkaufen. Nicht? Da habe ich gut Geld verdient. Und dann habe ich mir das eigene Geschäft aufgemacht und ich wollte damals, obwohl ich wirklich nicht viel weiß vom Computers, aber ich wollte damals, dachte ich, sowas aufmachen wie eBay heute. Ich wollte, verkaufen. Und ich dachte, ich habe Franchise Offices überall in Nordamerika in einer Stadt suchen sie eine Printing Press und in einer anderen Stadt wollen sie verkaufen. Dann wollte ich Verkäufer und Verkäufer zusammenbringen und ich kriege eine kleine Commission dabei. Und was so ungefähr was eBay heute macht. Und da habe ich damit angefangen, habe ich das Geschäft genannt United Buy and Sell Service. Das sollte ein Service sein, nicht? Und da habe ich angefangen mit Estate Sales. Und jedenfalls, make a long story short, nach einer kurzen Zeit waren das alles nur neue Möbel gekauft und verkauft. Und dann haben wir bis 150 Läden gehabt in ein paar Jahren und das habe ich verkauft und dann habe ich das ganze Geld in eine Foundation, eine Stiftung getan und die Stiftung unterhält jetzt, bezahlt die Charity für Welcome Home. Das Deutsche ist so. Aber super, guck mal, John. Ah. Besser als meins. Perfekt. Yes. Is it? How can I be? I feel.